Schluss mit Bauen. Der Kanton Thurgau soll ein ländlicher Kanton bleiben. Um den Verschleiß am Boden zu stoppen, soll das Siedlungsgebiet für die nächsten 25 Jahre eingefroren werden. Wir wollen vor allem mal die Zersiedlung stoppen. Das ist etwas, das den Leuten unter den Nägeln brennt. Das ist ganz klar, das darf nicht so weitergehen. Und das erreichen wir jetzt auch mit dem Gegenvorschlag, den heute der Rat beschlossen hat, was mich sehr freut. Schnell ist sich der Grosse Rat einig geworden, dass der Kulturlandschutz in der Kantonsverfassung festgeschrieben werden soll. Für mehr Diskussionen gesorgt hat die Gesetzesinitiative, wo es ums Planungs- und Baugesetz geht. Die Mehrheit der SVP-Fraktion ist gegen eine Verschärfung des Planungs- und Baugesetzes. Unter anderem, weil es könnte Arbeitsplätze kosten. Man darf nicht nur vom Kulturland als schützenswertes Objekt reden. Man muss sich auch bewusst sein, dass man Arbeitsplätze braucht. Der Kanton Thurgau ist nicht mehr ein reiner Landwirtschaftskanton. Wir haben viele Arbeitsplätze, wir brauchen die auch, um unseren Staatshaushalt zu finanzieren. Diesen Vorwurf versteht Toni Kappeler nicht. Wir wollen eine qualitätvolle Siedlungsentwicklung nach innen, wir wollen Siedlungserneuerung. Wir wollen auch, dass man um- und aufzonen kann. Das gibt Arbeit ohne Ende. Also ich weiß gar nicht, warum man auf die Idee kommt, das sei irgendwie gewerbe- oder wirtschaftsfindlich. Im Gegenteil. Die Initianten haben einen strengen Schutz vom Kulturland willen. Durchgekommen ist aber der Gegenvorschlag, der ein weiteres Wachstum ermöglicht. Der Gegenvorschlag sei auch juristisch eine saubere Sache. Er ist vor allem gesetzeskonform. Also er ist in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Bundesrecht. Er ist in Übereinstimmung mit der kantonalen Richtplanung, der Revision, die jetzt am Laufen ist. Das ist bei der Initiative alles nicht der Fall gewesen. Da hat sehr viel Mängel drin gehabt, sprachliche, systematische Mängel. Die hat man jetzt können ausräumen mit dem Gegenvorschlag. In den vergangenen Jahren sind im Kanton Thurgau pro Jahr 100 Hektare Kulturland überbaut worden. Im 2014 sind es sogar 290 Hektare gewesen.